99 Tipps für OneNote. Heute das versteckte Papierformat. OneNote eignet sich super, um papierlos zu arbeiten und Inhalte digital zu verwalten. Aber manchmal braucht man eben doch einen Ausdruck auf Papier. Vor dem Drucken siehst du hier in der Seitenansicht eine Vorschau. OneNote kann den Inhalt an die Papierbreite anpassen oder alles in Normalgröße drucken. Das Problem? Die digitalen Notizbuchseiten sind ja eigentlich unendlich groß. Du erkennst beim Bearbeiten in OneNote nicht, wo das Papier enden würde und ob später auf dem Ausdruck irgendetwas überlappt. Zum Glück kannst du das in der Windows-Version von OneNote ändern. Klicke hier oben im Menüband unter Ansicht auf Papierformat. Hier rechts kannst du dann eine Größe auswählen, zum Beispiel DIN A4 hochkant. Jetzt siehst du sofort, welche Elemente über den Papierrand ragen würden und kannst sie vor dem Drucken noch fix verschieben, bis alles gut auf die Seite passt. Ich bin Stefan Malter, der mit den Handbüchern für Microsoft OneNote. Folge mir hier, damit du keine weiteren Tipps für OneNote verpasst.